Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier dieses Güllefass vorstellen von der Marke Joskin. Und es geht dann auch gleich los. So, jetzt sind wir hier im Shop angelangt und wir schauen uns ein Güllefass der Marke Joskin Extrem 18.500 TS mal genauer an. Der kostet sich in der Anschaffung 86.000 Euro, 14,80 Meter Arbeitsbreite, ein Fassungsvermögen von 22.500 Liter, benötigt eine Leistung von 150 PS, entsprechend 110 kW und 80 Euro Unterhalt und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 Meter. Wie du siehst, kannst du optimieren. Das werden wir jetzt dann auch gleich gemeinsam machen. Da habe ich ja den schon mal dastehen und wir werden jetzt dann mal R drücken. So, müssen wir da vorgehen. Das schauen wir uns mal an, genauer. Jetzt habe ich ja den als Standard dastehen. So, dann tun wir uns mal hier den anfassen, wie wir möchten. Für 1200 Euro hast du Breitreifen und schauen wir mal, Felgenfarbe hast du. Die Möglichkeit Orange oder Schwarz zu wählen. Schwarz kostet dich nichts und Orange auch nichts. Wir tun uns hier mal optimieren. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier also schöne Breitreifen. Sehen echt richtig gut aus. Friedestein. So, dann schauen wir jetzt dann gleich nochmal, was wir noch machen können. Da wird halt ein bisschen teurer. Dann haben wir wieder Standard. Das war's eigentlich damit. Und wir schauen uns jetzt mal an. Ja, ich habe hier dieses mit dem scheiß Radio da eingeblendet, aber ist ja egal. Also jetzt habe ich mal angehängt, dann sehen wir hier da dynamische Schläuche. Unten hier diese Stange, das funktioniert auch. Das hat sicherlich was mit der Bremse zu tun, vermute ich einmal, oder mit den Kurven wegen die Räder. Weil wir mal sehen hier, wenn ich jetzt da fahre, die Achse lenkt mit. Schauen wir mal, rundum leuchtet auch. Ups, jetzt habe ich was gerammt. So. Schauen wir mal, Bremslichter gehen. Rückfahrlicht hat er auch. Dann das normale Licht. Funktioniert auch. Er hat auch Arbeitsscheinwerfer, wenn wir mal sehen. Sehr interessant. Dann kannst du hier in der Seite hier, wenn du Lust hast, das Rohr ausfahren. Müssen wir genau schauen. Jetzt der. Das ist so her. Irgendwie müssen wir mal schauen. Müssen wir das genauer schauen. Helfer einstellen. Muss ich mal so her. So, kannst du jetzt runterkloppen. Aber. Ah, ja, jetzt der. Und dann so her kannst du fahren. Kannst das Rohr klappen mit der beiden Tasten gehalten, dann kannst du so her und mit der linken kannst du den so drehen. Aber jetzt werden wir gleich mal hier zu unserem Hof fahren, den betanken mit Gülle und wir werden uns dann gleich sehen am Hof. So, jetzt sind wir jetzt hier. Ich tue jetzt gerade mal betanken, wie ihr sehen tut und wir haben ja schon bald 20.000 erreicht. Macht sich sehr gut, finde ich. Können wir uns noch mal aussteigen und mal genauer ein bisschen schauen. Vielleicht haben wir hier noch eine Maßskala. Hier haben wir einen Schieber. Mal schauen, ob wir da was machen können. Ich meine, wir sehen jetzt, was die Güllegrube an Volumen hat. Irgendwie eine Anzeige. Sehe ich jetzt hier leider nicht. Und kann man jetzt da von außen da was machen? Nein, wir sehen hier nur die Güllegrube. Wir steigen jetzt da ein. Und fahren das
Rohr ein jetzt da. Das Rohr ist sauber geblieben, schön. Und dass das optisch auch gut ausschaut. So, jetzt sind wir jetzt hier dran. Texturmäßig, die Schrift sieht nicht schlecht aus. Wir fahren jetzt mal zum Feld so mal ran. Güllertechnik ist, finde ich, auch ein tolles Thema, finde ich, hier in der Landwirtschaft. Dass es doch so viele verschiedene Sachen gibt. Wir werden jetzt mal uns mal so hinstellen und werden gleich mal feststellen, was das GPS dann natürlich sagt. So, GPS, ja, sagt jetzt einmal, hat mich den versetzt nur noch an, müssen wir ein bisschen gerade ziehen. Ein versetzt passt immer noch nicht ganz. Aber haben wir dann gleich. Das GPS muss man. Oh, jetzt passt das GPS automatisch. 14,80 m. Wir sind jetzt mal hier. Schalten mal hier mal die Güllespritze natürlich mal ein. Und fahren mal los. Und wie wir hier sehen, er macht hier genau das, was er machen soll. Sieht auch optisch echt toll aus, wirklich. Wir können jetzt auch mal den Helfer einschalten. Und sehen wir gleich auch, wie dann der Helfer mit dem Fass natürlich dann wenden tut. Können wir mal das mal ausblenden. Was sagt der Helfer? Er fährt schon retour. Kommt wirklich gut zur Geltung. Was macht er jetzt da? Bin immer mal gespannt, aber ich glaube, der wird auf der linken Seite jetzt so weitermachen. Wird er den Rest hier mitmachen wollen? Okay. Jetzt fängt er sicherlich an. Oder? Ja. Okay, das ist ja wurscht eigentlich. Aber ich finde, er sieht hier gut aus. Er macht Reifenspuren. Er dreckig, ja, sieht man jetzt nicht, dass er viel wird, aber es ist sonst ja ein schöner Mod. Dann schauen wir auch gleich mal hier die Lok mal an. Also wie wir ja sehen, die Lok hier ist sauber. Also dynamische Schläuche hat er für hinten und natürlich das Anbaugerät. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.